Bank Frick richtet Strategien auch aus. Sie legt den Fokus stärker auf Geschäftsfelder. Wir gehen dort zwei Etappen vor. Die erste Etappe soll bis im Sommer dieses Jahr abgeschlossen sein. Das bedeutet, Bank Frick, die Trevisa Treuhandanstalt, das ist die Treuhandunternehmung, die Fondsverwaltungsgesellschaft, die Immobiliengesellschaft, sind dann in einer Gruppe zusammen. Die anderen Gesellschaften arbeiten schon mit uns zusammen, würden aber ein bisschen mehr Zeit brauchen, weil dort noch ein paar Sachen umorganisiert werden müssen. Ich denke, dass bis Ende nächstes Jahr der ganze Prozess abgeschlossen ist. In personeller Hinsicht gibt es keine Änderungen, es gibt auch keine Kündigung oder so etwas. Im Gegenteil, wir möchten wachsen und hoffen, dass man schon bald Leute darstellen kann. VU Planken hat zwar lange auf sich warten lassen, darf aber über den Vorsteherkandidaten und die weiteren zwei Kandidaten stolz sein. Am Anfang ist es ein bisschen harzig. Wir haben ja die Situation, dass 4 FBB-Gemeinderäte sind und 3 mit mir von der VU. Und dort haben wir am Anfang Bedenken gehabt, dass da einiges aus parteipolitischem Motiv abgelehnt wird. Es ist teilweise so gesehen, aber überwiegend hat der politische Mitbewerber mitgestimmt. Und wo ich wirklich froh darum bin, dass sie gerade bei heiklen Themen, ja, vielleicht sehr heiklen Themen, wie jetzt der Richtplan, da haben wir können einstimmige Beschlüsse erreichen. Wir kennen uns, wir sind ein eingespieltes Team, wir haben dann noch gesehen, wo wir uns da beraten haben im Herbst, machen wir weiter oder nicht. Da haben wir ganz klar gesehen, uns gibt es nur im Trio-Pack und sonst nicht. Der Eurokurs reißt ein riesiges Loch in die Pensionskasse. Die Pensionskasse ist langfristig investiert und solche, ja, ich sage mal, Schwankungen hat es immer schon gegeben, wird es immer wieder gehen. Nur das hilft uns nichts, wir müssen mit dem können umgehen, aber auch grundsätzlich investiert bleiben und nicht grossartige Veränderungen vornehmen im Portfolio.